Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dinosaur Fossiland. Der ersten heutigen Folge. Später kommt für euch noch das Was wäre wenn im Mittelerde. Ich sag's aber jetzt schon mal, ich hoffe die Folgen kommen heute online, denn bereits jetzt ist es abends. Jetzt gerade ist es genau 5 vor 7 abends, also 18.55 Uhr. Aber ich werde mir Mühe geben, dass die Folgen heute noch kommen. Ja, beim letzten Mal bei Dinosaur Fossil Hunter haben wir neue Mitarbeiter eingestellt. Und wir haben ein Level-Up gehabt. Außerdem haben wir die Hüfte von dem zweiten Dromaeosaurus fertig gemacht, sowie das erste Schwanzorgan zu 50%. Und unser Mitarbeiter hat die hintere linke Extremität quasi fertig. Das sind noch ein paar Prozentpunkte. Die können wir halt erst aufbauen, wenn wir selber die Schwanzorgan fertig haben. Das heißt, wir werden hier gleich weitermachen. Ich muss noch kurz austoppen. Okay, ist drin. Wir werden hier gleich weitermachen mit unserer Arbeit. Wir sind hier bei der Beseitigung der Gesteinsmasse. Er ist bei 95%. Der ist halt auf jeden Fall früher fertig als wir. Ich hoffe auch, dass wir jetzt nicht zu lange hier brauchen. Aber da haben wir schon das erste Stück, sehr schön. Wir müssen halt dann erst die aufbauen und danach bauen wir eben die hintere linke Extremität, die der Mitarbeiter gemacht hat. Ja, und danach ist noch die hintere rechte Extremität, die ist derzeit in der Station, wo man den Gips entfernt. Das ist halt dann die Überlegung, ob wir die machen oder der Mitarbeiter. Ich denke, das mache ich ein bisschen davon abhängig, wie viel Zeit wir dann vom Park noch haben. Neuer Hinweis, genau, er hat jetzt die Reinigung der Fossilien beendet. Aber ja, wir haben im Moment keinen Platz auf dem Tisch. Wir müssen erst hier fertig machen. Wir müssen hier erst fertig machen, aber wir sind, wie gesagt, wir waren im letzten Part bei 50%, hatten wir die ersten beiden Schritte gemacht, bis aus dem Stein befreien und das Waschen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir es heute fertig schaffen. Sollten wir am Ende halt kaum noch Zeit haben, dann werde ich dem Mitarbeiter den hinteren rechten Fuß geben, also hintere rechte Extremität, und dann zurückfahren auf die Ausgrabungsstelle. Denn jetzt, wie gesagt, ich würde die Drohnen gerne so bald wie möglich ausprobieren. Wir könnten dann theoretisch sogar ein Ding nochmal weiter leveln. Denn wir haben noch zwei Mitarbeiter, die man da einsetzen könnte. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich dachte, wir probieren erstmal die erste Stufe aus. Das heißt, wir müssen ab jetzt nicht mehr alle Kisten per Auto wegtransportieren. Und das ist ja durchaus hilfreich, da wir nur zwei Kisten im Auto gleichzeitig transportieren können. Deswegen ist das, denke ich, durchaus hilfreich. Natürlich muss man trotzdem immer wieder mit dem Auto hin und her fahren, denn wir brauchen ja trotzdem die Kisten im Lager. Die bräuchten wir ja trotzdem. Ja, meine Hand ist heute wieder nicht so toll. Deswegen muss man da mal schauen, aber helfen tut es uns auf jeden Fall. So, die ersten Reihen haben wir jetzt hier schon. Ich habe das Gefühl, dass wir heute schnell dieses Schwanzfragment schaffen. Zumindest gehe ich mir Mühe, nicht zu lange zu brauchen. Die Hüfte war beim letzten Mal natürlich absolut kein Problem. Aber die geht halt auch schneller. Das Schwanzfragment ist da ja schon ein bisschen näher. Aber wir kriegen das schon hin, denke ich. Weil so langsam mache ich die Teile hier gerade tatsächlich gar nicht. Was ja auch sehr gut ist, denn wir wollen ja wieder zurück. Und wie gesagt, die Drohnen ausprobieren, weiter aus dem See die Steine holen. Dort ist ja noch einiges. Auch wenn mich immer noch etwas stört, dass ich keine Ahnung habe, wie das Abpumpen funktioniert.
Ich habe immer noch die Theorie, dass das halt ist, sobald man komplett den Grund mit der Wasserpumpe entfernt hat. Da werde ich auf jeden Fall dann noch mal ein bisschen graben oder halt Grund entfernen, so wie beim letzten Mal vielleicht, bis man halt einmal Tiere in Schlucht holen müsste. Einfach damit man diese Möglichkeit mal austesten kann. Das könnte halt wie gesagt auch sein, dass es erst später dazu kommt. Dass deswegen am Anfang einfach noch nicht der Fall ist. Das muss man halt sehen. So, jetzt sind noch die beiden oberen Reihen und dann haben wir den Schritt auch schon fertig. Fleißig Erfahrung gesammelt wir natürlich auch gerade. Wo wir nie Nein sagen. Aber es ist sehr schön, dass wir diesmal auf jeden Fall zwei Teile zusammenbauen und dann drum hier so aus einen zweiten anbringen können. Wie gesagt, hier das erste Schanzfragment. Nein, das wollte ich nicht. Da bin ich jetzt auf rechts gegangen. Ich nutze aber lieber die Lupe, ehrlich gesagt. Das erste Schwanzfragment und halt die hintere linke Extremität. Dass wir das schon mal hinkriegen, ist schon mal sehr schön. So, jetzt noch die obere Reihe und dann haben wir den Schritt fertig. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir gerade recht schnell vorankommen. Das ist gut. Das spart uns einfach Zeit. Drei Stück noch. Ich versuche halt, wie ihr seht, ein bisschen mehr zu reden. Beim letzten Part ist mir aufgefallen, dass ich ein paar Mal doch sehr sparsam war. Deswegen versuche ich halt, ein bisschen mehr zu reden. So, letztes Stück. Und dann haben wir den Schritt abgeschlossen. Und damit sind wir bei der Reinigung des Zementgesteins und haben 66% von unserem gesamten Fortschritt. Das ist gut. Und dann wollen wir hier gleich weitermachen. Jetzt sind es ja noch zwei Schritte. Jetzt ist halt das Reinigen hier nochmal. Und dann halt das Waschen. Und dann können wir das Ding hier zusammensetzen. Und wie gesagt, danach holen wir gleich... Ja, bei denen habe ich es irgendwie nicht. Dann holen wir gleich eben von unserem Mitarbeiter die hintere linke Extremität, um es aufzubauen. Und danach, ob wir ihm die Rechte geben, das überlege ich mir noch. Das hängt ab davon, wie viel Zeit wir dann haben. Und ob ich dann Lust nochmal hätte, die Rechte zu machen, weil wie gesagt, die Beine waren sehr viel Arbeit. Im Moment neige ich eher dazu, dass ich sagen würde, wir würden es ihm geben. Aber das ist noch kein endgültiges Wort. Von euch kam zu dem Thema ja noch kein Feedback leider. Vielleicht kommt er noch was. Und ich hoffe, dass diesmal auch das mit dem Aufbauen gut klappt. Wir wissen ja vom ersten Dromaeosaurus, dass ein paar Teile ein bisschen nervig waren vom Aufbau der fertigen Knochen. Aber das werden wir halt dann sehen. So, erste zwei Reihen fertig. Ah, jetzt ist der wieder hin. Weil so nah ist es nämlich gar nicht mit dem Zoomen. Da nehme ich, wie gesagt, lieber die Lupe. So, das Teil wollte ich. Aber wie ich schon mal gesagt habe, es liegt auch eventuell an meinen Augen. Die sind ja nicht die besten, wie ihr wisst.
Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich deutlich schneller hier mittlerweile bin als in früheren Folgen. Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Gewohnheitssache. Trotzdem will man natürlich nicht jeden zweiten Part nur mit Säubern verbringen. Oder halt mit Aufbereiten verbringen, weil besonders spannend ist es halt nicht unbedingt. Aber ja, das ist halt auch nicht unbedingt das Spiel der großen Action. Das ist halt eine Simulation. Simulationen sind immer Geschmackssache, die muss man mögen. Und ich bin mir sicher, es gibt Leute, die sie mögen. Es gibt ja auch fast für alles eine Simulation tatsächlich heutzutage. Und halt manche andere nicht. Bei mir, muss ich sagen, kommt es tatsächlich drauf an, um was für ein Thema geht. Es gibt ja auf dem Kanal ein paar Spiele, die Simulatoren sind. Jurassic Park zum Beispiel fällt mir da spontan ein. Oder das Zoo Tycoon, was ich mal angefangen habe, was ich halt leider nicht fertig spielen konnte. Das hier jetzt natürlich. Das sind so drei, die mir spontan entfallen. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Bei mir hängt es tatsächlich vom Thema ab. Weil da gibt es ja auch ganz obskure Sachen wie, weiß ich. Also wie gesagt, es gibt ja für fast alles einen Simulator. Es gibt ja Müllabfuhr-Simulator, Postbote. Ich habe sogar mal einen Steinsimulator gesehen. Oder einen Toilettensimulator. Also da sind wirklich Sachen, wo man denkt, ja, wer soll das spielen? Ich meine, es gibt durchaus Leute, die machen da richtig schön Fun draus. Bei dem macht es auch Spaß anzugucken, den guten Gronkh zum Beispiel. Daher kenne ich zum Beispiel den Toilettensimulator, der ist, glaube ich, Toilet Accurate oder Totally Accurate Toilet Simulator. Oder auch den Window Cleaner. Das macht bei ihm schon Fun. Aber Gronkh, muss ich echt sagen, ist natürlich meine persönliche Meinung, kann jeder anders sehen, ist halt auch ein Unikat. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich persönlich würde mich jetzt nicht als den Profi-YouTuber beschreiben. Würde jetzt auch nicht sagen, dass ich an sein Format ranreiche. Ich denke, ich bin nicht der schlechteste Let's Player. Aber man sollte ja auch immer etwas selbstkritisch sein. Ich denke, ich bin nicht der schlechteste Let's Player, aber ein Format von einem Gronkh oder einem Sarazza oder ähnlichen Leuten, da würde ich mich persönlich nicht sehen. Vielleicht noch nicht. Wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Hängt halt, wie gesagt, auch ein bisschen von der Technik ab. Und davon, dass ich halt meine Videos nicht schneide. Das hat halt leider den Nachteil, dass die Qualität, wie ihr wisst, nicht immer die obergeilste ist. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber es hat auch den Vorteil, dass ihr halt bei mir ungeschnittene Videos seht, ungeschnittene Folgen, dass ihr genau wisst, okay, wie ist alles gelaufen. Das ist nicht bei jedem YouTuber. So, wir haben, während ich gequatscht habe, die Reinigung abgeschlossen und müssen jetzt nur noch waschen. Und dann können wir es auch schon zusammensetzen. Hier bin ich jetzt eben wieder etwas stiller, weil gerade hier mit den Kleinteilen, ihr wisst ja, das Treffen ist manchmal so eine Sache. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Aber gleich habe ich die ja. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Dinos man potenziell jetzt zum Beispiel im Steinbruch finden kann. Weil bisher wissen wir von zwei Dinoarten, eben den Dromaeosaurus und dem Ornithomimus. Den Ornithomimus haben wir halt noch gar nicht. Nicht bei uns im Museum jedenfalls. Den hatten wir halt nur in der Demo. Den Dromaeosaurus haben wir halt, wenn wir jetzt den wir gerade machen, fertig haben, zweimal. Aber wir haben ja schon gesehen, ne? Auf der Karte zum Beispiel. Es gibt im Steinbruch noch einige Orte, wo man graben kann. Also die Frage ist, gibt es dann da, wie gesagt, Dinoarten, die wir noch nicht aufgeführt hatten? Und wenn nein, wie viele kriegt man von der eigenen Art? Von einzelnen. Also auf gut Deutsch könnte es sein, dass man dann irgendwann potenziell 10 Dromaeosaurus-Skelette hat.
Wäre natürlich schon irgendwie amüsant. Aber ein bisschen doof wäre es natürlich auch. Wie gesagt, da könnte man vielleicht dann so einen Rudel draus machen. Es wäre cool, wenn die unterschiedlich groß wären. Aber ich weiß nicht, ob die Simulation so ausgereift ist. Wenn jemand das Spiel spielt und das weiß, würde ich mich über Kommentare freuen. So, wir haben das Schwanzfragment fertig und können, also zumindest fertig bearbeitet, und können es jetzt zusammensetzen. Ich fange mit den kleinen Teilen an. Das waren die Dinger hier unten. Dann wollen wir mal sehen, wie viel wir in der Folge schaffen. Ja, ist immer noch ein bisschen fisselig hier. Also ein bisschen fummelig. Das hier ist jetzt übrigens jetzt genau die 30. Folge. Ich habe ja das vor kurzem gesagt, nahe 30 Folgen, und hier ist jetzt auf jeden Fall die 30. Nur, dass ihr es wisst. So ein kleiner Rückblick auf eine, was ich in der vergangenen Folge gesagt habe. Aber ihr werdet es an der Folgennummer ja eh schon gesehen haben. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir haben das hier sehr schnell hingekriegt. Auch hier jetzt gerade die Teile einsetzen. Wirkt mir nicht so, als würde das sehr lange dauern. Ich habe das Gefühl, da saßen wir schon mal deutlich länger dran. Freut mich aber. Wie gesagt, spart uns Zeit, die wir dann für andere Dinge nutzen können. Die ganzen Kleinteile haben wir jetzt gleich. Nämlich genau jetzt. Es wird auch lustig, wenn die in der Luft schweben, natürlich. Aber gut. Die Logik ist ja hier nicht unbedingt so krass. Ja, ich mache jetzt bewusst ein bisschen schneller. Ich würde gerne zumindest die beiden Sachen aufstellen und halt den hinteren rechten Extremität würde ich gerne zumindest vom Gips befreien in der Folge. Das würde ich gerne mindestens tun. Das wäre mir doch nicht ganz unwichtig. Weil wir wissen ja schon, eine halbe Stunde in diesem Format ist echt nicht viel. Und wir wollen einfach was erreichen. Ich werde am Ende nicht das Gefühl haben, dass wir gefühlt 500 Parts haben und in der Hälfte passiert nicht viel. Keine Ahnung, ob das eine realistische Zahl ist. Das wird die Zukunft zeigen, aber ihr wisst, denke ich, logikmäßig, worauf ich hinaus will. So, ich hoffe, das Ding hier kann ich kriegen. Ja, sehr schön. Aber hier fehlt schon wieder ein Stück. Hier fehlt schon wieder ein Stück. Da müssen wir mal drehen. Da liegt es. Sehr gut. Dann haben wir das Schwanzfragment fertig und können es einsetzen. Das wollen wir sofort greifen. Denn wir bauen den Tisch frei für den linken hinteren Fuß. Der auch hier schon auf uns ganz geduldig wartet. Frag mich, was der Mitarbeiter gerade gemacht hat. Ich denke, der hat sich jetzt einen Kaffee geholt oder so. Wird vielleicht gehört haben, dass sein Chef noch arbeitet. Hier bestellt er die Leute ein, also gehe ich davon aus, dass wir die Chefs sind. Wir sind ja auch Museumsmanager, wie wir wissen. Aus der Zeitung. Deswegen, ja. Gehe ich davon aus, dass wir Vorgesetzte sind. Dass wir dann einfach sich so lange entspannen und Kaffee trinken. So, wir wollen das zusammenbauen. Wir hätten es auch ins Museumslager bringen können. Natürlich am Anfang der Folge, aber warum die Mühe? Aber da muss ich kurz nochmal rausgehen, jetzt nochmal reingehen. Ist ein bisschen doof. Und dann
wollen wir kurz die Dinger schnell nehmen. Ich finde es cool mit der Klaue vorne. Aber ja, ist halt ein Dromaeosaurus, ne? Ist ja ein Raptorartiger Saurier. Wir werden die meisten schon erkannt haben. Da braucht man ja wirklich kein Fachwissen für, um das zu sehen. Weil diese Klauen am Fuß, die sind einfach ganz charakteristisch. Na, jetzt habe ich aber gerade Pech mit Greifen. So. Jetzt hätte ich gerne den da. Aber zur Not nehme ich auch den da hinten. Das war der vorne, glaube ich. Genau, da habe ich es gerade gesehen. Ja, da hoch solltest du gar nicht gehen, du solltest hier reingehen. Ja, wie gesagt, manchmal ist das ein bisschen ein Geschiss mit dem... nehmen. So, jetzt hätte ich gerne den hier. Da muss ich ja jetzt wirklich reinzoomen, das ist nervig. Ich will den Knochen hier, Mann. Ja gut, ich mache jetzt einen anderen. Nämlich erst die kleine Kralle. Das war, glaube ich, die nicht so weit. Ja, das war die hinten am Fuß. Einmal drehen. Da ist sie. Nein, du gehst da schön hin. Ich wollte jetzt nur das andere Teil schon mal nehmen, weil ich dachte, das liegt in der Zeit dahin, aber es wollte uns gerade ärgern. So. Aber wie gesagt, wir sind hier ganz fix. So, der ist hier. Wenn ich den Fuß fertig habe und angebracht habe, dann schaue ich mal, wie viel Zeit wir noch haben, natürlich. Aber den will ich auf jeden Fall noch zusammenbauen. Und wie gesagt, ich würde gern vom zweiten Fuß, besser gesagt Bein, zumindest noch den Gips entfernen. So, der erste Zeh ist fertig komplett. Na, das kann ich schon wieder nicht nehmen hier. Das ist wirklich mit dem Nehmen... ist manchmal so lästig. So, wo bist du drin? Hier bist du. Du bist hier hinten. Damit sind die Zehen vorne komplett fertig. Da muss ich jetzt nochmal reinzoomen, weil da ist wieder das eine Teil dahinter versteckt. Genau das Teil hier. Und dann noch die großen Knochen. Und dann haben wir das auch. Die großen Knochen sind halt zum Nehmen kein Problem, genauso wie die zum Säubern kein Problem sind. Die nervigen sind echt immer die ganz kleinen. So, noch zwei Stück. Und dann haben wir das Bein. Sehr schön. Und auch das wollen wir natürlich greifen. Und anbringen. Und wie gesagt, danach schaue ich mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Zeit schon verbraucht. Aber das werden wir ja gleich sehen. Angebracht. Wir rennen wieder nach vorne in die Werkstatt. Und wie gesagt, dann tappe ich halt kurz raus. Ich gehe schon mal hier vor die Gips-Entfernstation. Na, 24 Minuten. Das reicht, um den Gips zu entfernen. Und ja, aufgrund der Uhrzeit werde, also aufgrund der Zeit werde ich dann auch den zweiten Fuß unsere Mitarbeiter geben. Und wir werden dann noch teleportieren zurück in den Steinbruch.
Das werden wir noch tun. Eventuell können wir auch noch hinfahren, aber das muss man halt gucken. Ja, gerade schneide ich den Gips ganz dünn, seht ihr schon. Und damit ist er auch schon weg. Sollte ich öfter machen. Spart uns Zeit. Ja, doof, dass wir jetzt wieder den Part hier investiert haben. Aber naja, kann man nichts machen. So, irgendwo müssen wir noch was abklopfen. Da war was zum Abklopfen. Und dann haben wir es fertig. Sehr schön. Das geben wir in den Raum zur Verarbeitung der Fossilien. Und dann schaue ich jetzt kurz, ist hier jemand drin? Nö, ich sehe keinen. Okay, dann auf zurück zum Steinbruch. Der Mitarbeiter hier, der kümmert sich um die rechte hintere Extremität und wir reisen zurück in den Steinbruch. Reiseort ändern können wir ja noch nicht. Fahrzeug ändern. Bewölkt ist okay. Reise. So. Und da dann gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich nehme nochmal Kisten mit. Ich kann mich erinnern, dass wir unten 4 hatten. Einen im Lager und 3 vorne. Aber wenn wir jetzt die Drohnen ausprobieren, wo wir dann halt weniger auf den her fahren, dann glaube ich, nehme ich noch die Kisten mit, um das Lager zu erhöhen. So, hier sind wir jetzt. Hier wird jetzt nochmal Auto gesaved. Die Autosaves, wisst ihr, die lösche ich immer. Ich meine, wir haben noch 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, dann reicht das vielleicht, um da noch hinzukommen. Hier öffne ich schon mal, wie gesagt, für die Kisten. Wäre cool, wenn das reichen würde. Ich frage mich, ob man von diesen Kisten eine Maximalbeschränkung hat. Ich hoffe nicht. Aber hier halt die Drohnen testen und so, das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. So. Okay, mehr. Doch, da war mal ein Tuck. Okay, mehr geht nicht. Die Deponiekisten können nur in den hinteren Teil des Kofferraums gepackt werden, der gerade besetzt ist. Jo. Also 4 Kisten kann man immer mitnehmen. Das waren gerade 4 mal Drucks. Ich frage mich ein bisschen, warum man nicht mehr Kisten mitnehmen kann, weil wir sehen hier ganz deutlich, hier wäre noch Platz. Nicht viel, aber auf jeden Fall Platz für die zusammengepackten Kisten. Naja, anyway. Muss man halt so hinnehmen. Und ich will noch mal kurz gucken, also den habe ich jetzt gerade geschlossen, den Kofferraum, ich gucke hier kurz. Wie sieht's aus? Deine 30 von 1000 Prestige Level, beim letzten Mal hatten wir 110. Das ist schön. Also man macht anscheinend recht schnell die Sachen, das ist gut. Ja, wie gesagt, ich fahre noch schnell zum Steinbruch. Ich hoffe, ich überziehe jetzt nicht. Ich hoffe, ich fahre jetzt auch nicht wie ein Irrer. Also nicht irrer als sonst heißt das. Aber ich fahre noch schnell zum Steinbruch und lade dort die Kisten aus, damit wir dann beim nächsten Mal uns direkt sofort wieder auf Tauchstation begeben können und neue Steine mit hoffentlich Fossilien an die Oberfläche bringen, dass wir da einfach keinen Zeitverlust haben. Ich denke, wir haben heute jetzt schon einiges geschafft. Wir haben ja jetzt immerhin heute, wie gesagt, das erste Schwanzfragment von dem zweiten Dromaeosaurus komplett fertig gemacht und eins der Hinterbeine zusammengebaut und angebracht. Das sind immerhin 2 neue Teile. Mit der Hüfte vom letzten Part sind es jetzt 3 Teile. Wir wissen erst insgesamt 10. Also gar nicht so schlecht. Ja, da unten noch 16 Stück drin waren, da muss mehr liegen als ein Dromeo. Da muss mehr liegen. Es sei denn, die anderen Steine wären alle leer. Aber dann würde ich mich fragen, warum die halt angezeigt werden in unserem Tablet. Deswegen, ich habe das Gefühl, da liegt mehr. Aber das müssen wir halt sehen. Ja, gerade rasen wir ganz schön.
Das merkt man dann beim Auto. Ich muss sehr vorsichtig gerade lenken. Wir fahren gerade zum Beispiel neben der Straße. Oh, oh. Ja, der ist echt, der ist für schnelle Fahrten, ist ja nicht ausgelegt. Ist ja auch ein alter Pickup. Ich meine, das wurde am Anfang erwähnt. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, es wurde am Anfang erwähnt, dass das ein recht alter Pickup ist. Sehr, sehr von unserem Großvater. So, hier wieder die Driftkünste in Dinosaur Fossil Hunter. Oh Mann. Übrigens, verschissene Driftkünste möchte ich hinzufügen. Na, das war beim letzten Mal besser. Okay, aber angedotzt sind wir nicht. Zumindest nicht am ersten, am zweiten dotze ich jetzt hoffentlich auch nicht an. Nee. Ja, ich nehme bewusst immer den Weg, weil da müssen wir halt nicht aus dem Weg räumen. Wir müssen bestimmt immer was aus dem Weg räumen, aber halt nicht bei dieser Ausgrabungsstätte. Bei zukünftigen dann wahrscheinlich. Ne, unten muss ich halt jetzt wieder aufpassen. Wegen der Schranke. Genau, da kann man jetzt gleich rein. Da geht die Schranke noch nicht auf, aber die müsste gleich aufgehen. Da geht's auf. Und schaffen wir's. Ja, wir schaffen es. Sehr gut. Das war jetzt durchaus fix. Auch das scheint, wie gesagt, Gewöhnungssache zu sein. So, rein in den Kreis. Und bremsen. Und dann können wir auch schon aussteigen. Wie gesagt, die Kisten lade ich hier noch schnell aus. Ich glaube, ich renne dann auch noch schnell nach vorne zum Wasser. Ich will beim nächsten Mal wirklich gar keine Zeit verschwenden. Hier, die Tür geht ja automatisch auf. So, ich will meine Kisten. Na. Die will ich alle da vorne haben. Sehr schön. Dann los. Laufen und springen wir dahin. Schön, dass die Wasserpumpe da übrigens dauernd drin bleibt. Ich sehe die immer noch im Wasser. So, hier unten haben wir jetzt 5 von 6 Kisten. Das heißt, mit denen da vorne haben wir hier 8 Kisten. Das sollte doch erstmal reichen. So, ich renne noch schnell vorne zum Wasser und dann tappe ich nochmal raus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht überzogen. Und oder halt nicht zu lange überzogen, dass wir abkürzen müssen. Beim morgigen Part. Das wäre schon ganz schick. Wie schaut's aus? Ja, wir haben ein bisschen überzogen, aber nicht genug, um abzukürzen. Das ist in Ordnung. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder auf Tauchstation gehen. Werden das erste Mal die Drohnen ausprobieren. Und hoffentlich weitere fossilen Bergen können. Also Drohnen natürlich nur ausprobieren, wenn wir weitere fossilen Bergen können. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Und ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr später wieder dabei seid. Was zum Teufel, da ist gerade die Wasserpumpe eingesunken mit dem Floß, habt ihr es gesehen? Ich hoffe, die ist beim nächsten Mal wieder da. Aber ich habe ja davor gespeichert, theoretisch müsste sie beim nächsten Mal da sein. Da ist die einfach mal eingesunken. Sehr schön. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid morgen bei Let's Play Dinosaur Fossil Hunter und natürlich, wenn ihr später dabei seid, zu einer neuen Folge von Was wäre, wenn in Mittelerde. Ich hoffe halt, dass die Folgen halt noch online gehen. Es wird, wie gesagt, mein Bestes geben. Aber es ist halt jetzt auch wieder abends, wie ihr seht. Und genau. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.